willkommen bei Camp Cannes Inside. Heute dann mal ein bisschen privater bei mir, diesmal mal bei mir zu Hause und ich zeige euch mal so ein bisschen die Wohnung hier. Also, ich stehe jetzt hier gerade im Flur. Gehen wir mal weiter in die Küche, wo ich jetzt auch gleich ein bisschen kochen werde. Da ist Jelle, meine Freundin mit Hund Sky, der gerade schon unter dem Tisch liegt. Meine Küche. Ganz spektakulär, ich weiß. Weihnachtlich ist ja auch schon eingerichtet, so wie das sein muss. Kaffee gibt es ja auch. Dann gehen wir noch mal kurz ins Wohnzimmer. Damit ich mal so einen kleinen Einblick habe, wie das hier aussieht. Ja, hier ist dann mein Schaffensraum. Hier bin ich dann die meiste Zeit, wenn ich im Büro arbeite halt. Ja, und wir werden dann jetzt mal einer unserer Leidenschaften nachgehen oder auch meine. Wir werden jetzt so ein bisschen kochen und euch mal so ein bisschen mitnehmen. Bei uns wird es nämlich heute Rouladen gehen, ganz weihnachtlich. Wir üben schon mal. Und Jelle ist gerade schon in der Vorratskammer. Da kommt sie wieder. Hey! Hallo! Und dann werden wir gleich mal so euch so ein bisschen mitnehmen und mal gucken, was wir heute so kredenzen. Ja, Camp Cannes Inside. Was darf auf gar keinen Fall fehlen? Zwiebeln natürlich. Also schneiden wir es nach Zwiebeln, während Jelle da hinten schon zugange ist. Was meintest du gerade, was sollst du nicht tun? Sich nicht in die Arme fassen, das wäre schon schön dumm. Ja, aber auch nicht unmöglich. Sieht doch schon ganz gut aus. Ganz wichtig ist ja auch der Hund, der nichts abbekommt und dann ganz verhungert daher schaut. Na Sky, kriegst nichts? Er sucht noch. So, fertig sind die Rouladen. Jelle, was sagtest du gerade nochmal dazu? Was tun wir mit den Rouladen? Wir braten sie hart an. Die werden gleich hart angebraten, genau. Zwar in diesem Topf. Dann kommen noch was für die Soße dazu und dann ist es fast soweit. Rot kohlt sich auch schon ganz gut aus. So, die Zwiebeln sind jetzt auch in der Pfanne. Wie meine Oma immer schon sagte, wenn der Opa wieder hungrig war, erst die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne holen, dann riecht die mich die ganze Wohnung nach Essen und dann weiß man, bald geht's los. So, hier duftet alles. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir sind dann gleich soweit. Endlich Essen! So, Essen ist fertig. Wir lassen uns jetzt schmecken. Ihr hattet jetzt nur so einen kleinen Einblick in eins meiner Hobbys, so kochen. Wir lassen uns jetzt schmecken. So, macht's gut. Tschüss.